Für den FCH neigt sich die Saison 2021 dem Ende zu. An die Sommerpause ist dabei aber noch nicht zu denken. Vorher steht nämlich das letzte Auswärtsspiel des Jahres auf dem Programm. Es geht nach Darmstadt. Einfach wird die Aufgabe für die Elf von Frank Schmidt aber sicher nicht. Ein Thema könnten dabei die Strapazen und Anstrengungen der vergangenen Monate sein. Am Ende der Saison fällt vieles nicht mehr ganz so einfach. Es geht viel über den Willen. Dann fehlt auch mal ein Stück weit die Leichtigkeit, die Ruhe auch am Ball. Wir wissen jetzt, dass es so sein wird bis zum letzten Spieltag und ziehen das durch und denken im Prinzip gar nicht so viel drüber nach. Was helfen könnte? Schon im Hinspiel hat unsere Mannschaft bewiesen, dass sie es gegen die Lilien können. Am Ende stand ein souveränes 3:0 zu Buche und der FCH konnte einen hochverdienten Heimdreier einfahren. Was daheim geklappt hat, soll jetzt also auch auswärts funktionieren. Ich glaube, es geht allen Mannschaften so, dass es eine besondere Saison ist, dass jetzt am Ende das schon auch zu sehen ist. Dass die Belastung hoch war, aber man hat es jetzt auch im letzten Spiel und in den letzten Spielen gesehen. Man sieht es nach wie vor an den Daten, auch die wir natürlich auch auswerten, dass wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten absolut topfit sind. Und diese Stärke wollen wir auch in den letzten zwei Spielen definitiv auch nochmal zu 100% mit einbringen. Sonntag geht es ein letztes Mal auf Fremdengeläuf um die Punkte. Wenn ihr das Spiel gegen Darmstadt nicht verpassen wollt, schaltet ihr wie gewohnt das Fanradio ein, fiebert ab 15:30 Uhr mit und drückt die Daumen.